Liebe, Trennung von neuem Liebe. Rückkehr nach 13 Jahren. Anja und Andrzej kehrten nach 13 Jahren in einer nicht-sakramentalen Beziehung zu sich zurück, in der Anja 3 Kinder und Andrzej 1 Kind bekam. Sie sind ein lebendiger Beweis für die Gnade des Ehesakraments, dass es für eine Rückkehr nie zu spät ist und es keine nicht umkehrbare Situation gibt. Im Mai 2015 erwarten sie die Geburt ihres ersten Kindes. Zeugnis von Anja und Andrzej. Ich kann etwas mehr über unsere Geschichte erzählen. Es war so, nach 3 Jahren Ehe verstand ich, dass Andrzej doch nicht die Liebe meines Lebens ist, sondern ein anderer, ein Mann, den ich in der Arbeit kennenlernte. Anja, Andrzej, ja, im Mai kommt es auf die Welt. Ja, wirklich, das ist ein echtes Glück für uns, auch eine Überraschung. Wir können nicht sagen, dass wir das erwartet oder gewollt haben. Ja, es ist eine Gnade. Liebe, Trennung von neuem Liebe. Liebe, Trennung von neuem Liebe. Zu Beginn gelang es uns, in der Ehe beisammen zu sein. Wir können das auch nicht Krise nennen, denn es war meine Schuld. Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Es war meine Schuld, denn es schien mir, mein Mann sei nicht meine Liebe und dass ich eine bessere Ausgabe davon, eine bessere Liebe getroffen habe. Nein, ich habe mir nichts dabei gedacht und bin einfach, wie es heißt, der Stimme meines Herzens gefolgt. Ich war geschockt und erlebte, so schien es mir, den schwierigsten Moment meines Lebens. Es war wirklich so, ein ganz, ganz schwieriger Moment. Es war schwer, dies zu begreifen und zu erleben, denn wir wurden als Ehepartner, als harmonisches Paar angesehen und sogar, ja, als ideales Paar. Und so ein plötzlicher Schock. Kurz vor dem dritten Hochzeitstag. Ja, und rasch hatte sich dann gezeigt, dass ich schwanger wurde. Und so schien es mir, dass es keine Rückkehr mehr gab. Und mein Mann fand ziemlich schnell dann auch so seinen Trost. Ja, schon, aber für lange Zeit konnte ich mich mit diesem Gedanken nicht anfreunden. Denn es war nicht so gleich im nächsten Monat. Es gab da einige Versuche, ja, um mein Leben von neuem zu ordnen. Aber weiterhin war ständig meine Frau im Sinn. So nach einem halben Jahr bin ich eine neue Beziehung eingegangen, aber das war dann eben ein solcher Trost. Und ganz klar, damit habe ich der anderen Person geschadet. Das bleibt mir wie ein Brandmal, denn das war nicht ehrlich gemeint von meiner Seite. Solche Konsequenzen sehen wir und tragen wir dann weiter. Daran denken wir nicht im Moment, in dem wir solche Entscheidungen treffen. Dies alles geschah nicht von einem Tag zum anderen oder von einer Stunde zur anderen. Das war ein Prozess. Vor allem begann ich mir zu überlegen, warum ich in dieser Beziehung nicht glücklich war, auch wenn alles scheinbar klappte. Ich lebte die ganze Zeit irgendwie emotionell in einem ständigen Zittern. Ich habe auch mich gefragt, warum mein Partner mit mir nicht glücklich war. Das war sein künstliches Leben. Er hat dann nach unserer Trennung gesagt, dass wir uns etwas vormachten. Ich tat so, als sei ich seine Frau, er, als sei er mein Mann. Ja, wir hatten diese Kinder und bemühten uns auch, alles gut zu machen, aber es gab in all diesem keinen tieferen Sinn. So habe ich mich dann endlich entschieden, damit Schluss zu machen. Sicherlich hatte damit auch zu tun, dass ich zur Kirche zurückkehren wollte. Ich hatte auch wieder mit Beten begonnen. Aus der heutigen Perspektive sage ich jetzt, dass ich eine Gnade bekommen habe. Die Gnade eines neuen Anfangs, wirklich ein neues Leben zu beginnen, jene Beziehung zu verlassen und aus der Sünde herauszutreten. Auch dass ich spürte, das Leben könne mir noch etwas Gutes bringen. Klar, es gab da Trümmer und Ruinen, aber damals dachte ich nicht an eine endgültige Rückkehr zu meinem Mann.
sicher, ich wollte eigentlich dies alles Gott übergeben. Ich war überzeugt, dass so auch alles wieder in Ordnung käme. Aber der andere schläft nicht. Und es ist für uns manchmal schwer, im eigenen Herzen zu bedenken, welche Handlungen gut und welche schlecht sind. Ich habe nicht mehr an sie gedacht als an meine Frau. Aber irgendwie habe ich mich immer interessiert, wie es ihr ging, wie sie lebt, was sie macht und so weiter. So habe ich auch gehört, dass ein Kind gekommen ist, dann ein zweites, dann der Ehevertrag. Da habe ich mir gedacht, gut, so gestaltet sie sich das Leben. Das machte ich ja auch. Ich gab mir Mühe, auch meine Beziehung ähnlich aussah wie jene von Anja. Das heißt, oberflächlich betrachtet schien es, als sei alles in Ordnung. Aber in Wirklichkeit war es das nicht. Beiden fehlte irgendwie etwas in dieser Beziehung. Das ist wohl auch der Grund, dass wir jetzt wieder zusammen sind. Es war doch nicht so schlimm mit uns, nicht? Doch, wie sieht das Anja? Der Schlüssel für den Erfolg einer Ehe und allgemein der menschlichen Beziehungen ist die Nähe Gottes und die Nähe dieses Kontakts. Sind wir nah an der Quelle, können wir diese Menschen auch anders lieben. Der Mensch selber, so glaube ich, will nur leben und Kontakte knüpfen und allein ist er dazu nicht in der Lage. Alles ist doch so brüchig. Ein solcher Mensch lebt nicht in der Wahrheit. Da habe ich am Workshop 12 Schritte teilgenommen, wo eines der Elemente die Sühne und das Gespräch mit den Menschen sind, denen wir Schaden zugefügt haben. Ich wusste davon und bereitete mich eine Woche lang darauf vor. Ich musste mich mit einem Mann treffen und mit ihm noch einmal über diese ganze Situation sprechen. Ich dachte, wir sprechen uns für einen Termin ab. Aber es erwies sich, dass wir uns zufällig begegnet sind und dass wir so miteinander gesprochen haben. Das war keine lange Begegnung. Das nächste Treffen fand einen Monat später statt und war bereits ausgemacht, als wir uns zufällig trafen. Bat mich Anja nämlich um ein Treffen. Wir sind uns dann in einem Restaurant begegnet, wo wir schon länger miteinander gesprochen haben. Sie hat mir viel über ihre Empfindungen erzählt und fragte mich auch viel nach meinem Leben. Nach diesem Treffen hat sie mir einen sehr schönen Brief geschrieben, in dem sie ausführlicher ihren Glauben und ihre Empfindungen ausgedrückt hat. Das hat mir sehr gefallen. Dieser Brief. Damals dachte ich noch nicht, dass wir zueinander zurückkehren könnten. So etwas kam mir noch nicht in den Sinn, aber eben dieses Treffen und dieser Brief. In mir gab es das Samenkörnchen und eben durch die Begegnung und den Brief hat der Samen begonnen zu keimen. Ich denke, dies alles hat mich inspiriert. Auch das, dass sie daran glaubt, dass ich ihre zweite Hälfte bin und dass sie uns gegenseitig ergänzen. An diese Dinge erinnere ich mich am besten. Wenn wir miteinander sprechen, ist es so, als ob diese 13 Jahre nicht existierten. Wie wir uns gestern getrennt hätten, uns heute treffen. Das Leben geht weiter. Aber wie wenn es die 13 Jahre nicht gegeben hätte? Gestaltet ihr eure Beziehung aufs Neue? Wohnt ihr zusammen? Ja, ja, das ist nicht leicht, aber das wussten wir. Dabei wohnen auch meine Kinder bei uns. Und es kommt der Sohn von Andrzej uns besuchen. Es ist also eine völlig andere Situation als jene, als wir, sagen wir mal, jung waren und keine solchen Verpflichtungen hatten. C'est la vie, wie die Franzosen sagen. Ja, ich denke, vor uns liegt ein gutes Leben, aber es gibt noch viele Schwierigkeiten. Ich habe vor nicht langer Zeit die Beziehung beendet, in der ich während der letzten 12 Jahre war. Das ist mit vielerlei Problemen verbunden. Die Person, mit der ich war und die ich nun verlassen habe, fühlt sich geschädigt. Auch die Familie versteht nicht, was ich getan habe. Es ist schwer zu verstehen. Menschlich gesprochen ist es schwer zu verstehen, dass ich mich dazu entschlossen habe, weiter mit Anja zu sein. Aber nun so, dass wir Gott mit hineinnehmen und unsere Empfindungen. So kann man dies alles leichter verstehen. Ja, sicher, dies ist unser Beispiel. Die Gnade, die tatsächlich unser Sakrament begleitet, hat uns sehr geholfen. Wenn es dieses Sakrament nicht gäbe, und zum Beispiel auch das, was ich auf den Seiten von Sichar über die Ehe gefunden habe, zu dem, was Gott damit meint, hätte ich sicher nicht daran gedacht, zur ersten Beziehung zurückzukehren.
Da es für uns positiv endete, möchten wir auch anderen zeigen, dass so etwas möglich ist. Wir haben seine Gnade bekommen, wirklich. Ich bewundere andere, die schon seit vielen Jahren in Trennung leben und eine Rückkehr beten. Ich beispielsweise habe selber eigentlich keine Anstrengungen unternommen. Ich habe so ein Geschenk, so eine Gnade von Gott erhalten. Ich denke, dass ich jetzt auch etwas geben muss. Ich muss jetzt das Brot, das ich bekommen habe, auch mit anderen teilen. Und für jeden hat Gott einen Heilsplan und es kommt der Moment für ihn. In einer Verbindung, in der Verbindung einer Ehe, ist es so, dass dieser Moment für beide stimmen muss. Vor 8 Jahren unternahmen wir einen Versuch für die Rückkehr, aber damals gelang es nicht. Ich war dafür überhaupt nicht bereit. Hätte dies vor einem Jahr stattgefunden, weiß ich, mein Mann wäre auch nicht vorbereitet gewesen. Dieser Moment muss einfach stimmen. Wir müssen wachsam sein und auf ihn warten. Mein Sohn ist 2 Jahre alt, versteht also noch nicht viel von alledem. Ich sehe jedoch in ihm, in dieser Situation, positive Elemente. In den letzten 2 Monaten, in denen wir zusammen sind, hat er sich stark entwickelt. Er liebt es sehr, zu uns zu kommen, mit den Kindern von Anja zu spielen. Ich sehe, dass er sich hier gut fühlt, denn er ist sehr fröhlich hier. Er ist das einzige Kind in dieser Beziehung und wurde bisher so ein wenig in einem leeren Haus, in einem leeren Daheim erzogen. Kinder lieben Gemeinschaft und so ist es für ihn ein Ansporn zur Entwicklung, dass er mit diesen Kindern spielen kann. Anjas Kinder, so denke ich, akzeptieren dies auch sehr. Nicht wahr? Liebe, Trennung von neuem Liebe. Jede schwierige sakramentale Ehe kann gerettet werden. Jede sakramentale Ehe, auch nach der Scheidung und wenn der Ehepartner in einer zweiten Beziehung lebt, hat die Chance, sich zu erneuern. Jeder sakramentale Ehepartner hat die Chance einer Bekehrung und der Erfüllung des Eheversprechens. Charisma der Gemeinschaft schwieriger Ehen, sicher.